Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Heavy Rain. Sie geht rein. Vielleicht wohnt sie da. Wie auch immer, da darf auf jeden Fall keiner rumhängen, wenn Mars rauskommt. Ethan, was ist los? Die Polizei, da draußen, ich glaube, die wollen sie verhaften. Wir müssen woanders raus. Ah. Scheiße, was macht der bloß da drin? Auf meinen Befehl geht's los. Komm. Tschüss. Weg. Komm. Hey, mach doch mal. E66-Steuerung, die ist manchmal ein bisschen... Kann man nicht irgendwie... Zugriff auf meinen Befehl. Sie bleiben hier, Jake. Kommt nicht in Frage. Ich komme mit Ihnen. Zwei Männer an die Tür. Position halten. Zugriff. Oh. Raus. Und? Runter, in die Gasse, so. Hinterher! Zur U-Bahn-Station, okay. Die U-Bahn. Okay. Konnte keiner damit rechnen, dass da so ein Polizist in die Ecke geschissen kommt. Hände hoch. Ja, wir heben unsere neuen Finger in die Höhe. Ist ja alles gut. Ich bin nicht Ihr Richter, Ethan. Ich will nur das Leben Ihres Sohnes retten. Noch ist Zeit, aber
Nicht viel. Helfen Sie mir, Ethan. Was wissen Sie? Wir vertrauen ihm. Ethan, ich will Ihnen doch nur helfen. Ich will verstehen, was passiert ist. Sie müssen mir einfach vertrauen. Das Spiel ist aus. Was also, bringt Ihnen denn nicht ein weiteres Opfer? Hä? So wollte ich das jetzt nicht. Ethan, reden Sie! Verdammt! Nochmal! Ich habe meinen Sohn gekidnappt. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß nicht, wo er ist. Der einzige Weg, ihn zu finden, ist, mich gehen zu lassen. Ich bin der einzige Mensch, der ihn retten kann. Sie wollen ihn retten, ohne zu wissen, wo er ist. Das ergibt doch keinen Sinn, Ethan. Ich liebe meinen Sohn. Ich liebe meinen Sohn. Wenn Sie mich hier behalten, wird Sean sterben. Die Zeit läuft, Ethan. Im Ernst, mir ist Ihr Motiv egal. Ich will nur eins wissen. Wo verstecken Sie Sean? Ich weiß es nicht. Ich hätte ihn gerettet, wenn ich es wüsste. Okay. Ihre letzte Chance, Ethan. Diesmal überlegen Sie genau, bevor Sie antworten. Wo ist Sean? Ich sagte Ihnen, ich weiß es nicht. Aha! Falsche Antwort. Blake! Was machen Sie? Der Typ ist ein Killer. Er hat keine verdammten Scheißrechte. Und er wird jetzt alles ausspucken. Das gibt es hier nicht. Keine Sch... Darauf warte ich schon so lange. Komm schon, Wichser. Komm, sag's mir. Damit werden Sie nicht durchkommen, Blake. Bescheuert. Können wir die Kamera nicht einfach anmachen? Hey! Der verprügelt ihn gerade. Können wir nicht. Der Kerl prügelt ein Geständnis aus Mars. Er will einen entschuldigen, auch wenn es der Falsche ist. So geht das nicht. Ich setze Captain Perry von der ganzen Sache in Kenntnis. Dann müsste er vorne sein, ne? Schaum ein paar Kratzer zu ersparen. Wo gehobelt wird, da fallen nun auch mal Späne. Verdammt nochmal! Ethan Mars ist unschuldig! Wir müssen Sean weitersuchen, wenn wir noch eine Chance haben wollen, ihn lebend zu finden! Der Fall hat Sie zu sehr mitgenommen, Norman. Ein bisschen Urlaub würde Ihnen gut tun. Vergiss es. Kann er vergessen, ich bin vom FBI. Digga, ich stehe über ihm.
konnte das gerade gar nicht lesen. Nee, wie unfair war das denn? Ich konnte das gerade gar nicht lesen. Ihr Wodka, Sir. Danke. Sie wirken ein wenig besorgt. Oh, ein bisschen. Wenn ich das so sagen darf. Haben Sie Probleme mit dem Fall? Blake ist sicher, dass Mars der Killer ist. Sie nicht? Ich dachte, es gäbe dafür einiges an Beweisen. Das stimmt. Aber es macht keinen Sinn. Sein psychologisches Profil passt nicht. Genauso wenig wie sein Geoprofil. Dieser Mann ermordet nicht 8 Kinder und entführt dann seinen eigenen Sohn. Mars ist nicht der Origami-Killer. Da wette ich drauf. Ist doch und wer dann? Ich habe keinen blassen Schimmer. Sie könnten doch noch mal in aller Ruhe Ihre Hinweise durchgehen. Genau das hatte ich gerade vor. Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Ich gebe mir Mühe, aber es ist schwer. Und es wird jeden Tag schwerer. Es bringt sie um, wenn sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. So, wir sind jetzt in der Wüste. Die Wüste mag ich nicht. Sieh an, es gibt etwas Neues. Die Videoaufzeichnung vom Park am Tag, als Sean Mars verschwunden ist. Ich glaube nicht, dass da etwas drauf ist, aber wer weiß. Ein Chevrolet mit übereinstimmenden Reifenspuren fuhr um 16.02 Uhr in Richtung Park und um 16.37 Uhr in die entgegengesetzte Richtung. Könnte mit der Entführung von Sean Mars übereinstimmen. Ist das der Wagen des Mörders? Reifenspuren. Okay. Hallo. Schade, das Gesicht des Fahrers ist nicht zu erkennen. Ein gestohlenes Fahrzeug. Moment. Jackson Neville wurde verdächtigt, aber die Anklage wurde fallen gelassen. Keine ausreichenden Beweise. Okay.
Jackson Neville, alias Mad Jack, handelte mehrfach mit gestohlenen Fahrzeugen, gilt als außerordentlich gefährlich. Er könnte dem Mörder das Fahrzeug gestellt haben. Ziemlich vage Spur. Aber mehr habe ich im Moment nicht. Ja, stimmt wohl. Hör so ein bisschen Sonne auf dem Hinterkopf und schon kannst du ein bisschen besser denken. Ludwig van Beethoven. Hat Mars gestanden? Nein, noch nicht. Er ist bewusstlos. Wenn er wieder aufwacht, geht's weiter. Er ist tougher, als ich dachte. Ganz egal, der singt. Wie alle. Auf jeden Fall, mein Glückwunsch, Lieutenant. Das war sehr gute Arbeit. Ich werde mit der Presse sprechen. So etwa in einer Stunde. Das wird eine Riesensache. Wollen Sie nicht lieber erstmal auf sein Geständnis warten? Nein, nein. Wir haben ihn überführt. Mehr interessiert die Presse sowieso nicht. Ethan Mars ist unschuldig. Er ist überzeugt, dass nur er Sean retten kann. Was, wenn es stimmt? Ich muss Ethan Mars hier irgendwie rausholen. Die Chance, dass er die Wahrheit sagt, ist vielleicht 1 zu 1000. Aber er kann trotzdem auch seinen Sohn retten. Hat er gestanden? Noch nicht. Ich verstehe. Gehen Sie raus. Ich... Lieutenant Blake sagte... Bitte. Gehen Sie raus. Okay, Sir. Ich warte dann vor der Tür. Verdammt! Sind Sie okay, Ethan? Na komm, hoch mit dir. Alter Junge, komm. Ich muss hier raus. Ich muss Sean retten. Ich werde Ihnen helfen. Wir müssen versuchen, sie herauszuholen, Ethan. Warten Sie. Ich komme zurück. So. Können wir hier vielleicht irgendwas machen? Gary, machen Sie eine Pause. Ich mach das hier. Echt? Ich muss nämlich mal dringend pissen. Die Schlüssel okay. Für die Handschellen liegen auf meinem Schreibtisch. Zuerst weg mit den Handschellen. Scheiße, was mache ich da? Beihilfe zur Flucht? Das kostet mich die Marke und bringt mir 10 Jahre Knast ein.
Das war's. Sie sind frei. Oh. Hier, nehmen Sie das. Die machen Pause. Wenn Sie sich beeilen, kommen Sie unbemerkt raus. Sofort raus hier. Kein Anhalten, kein Reden, kein Denken. Nur laufen. Was soll ich sagen? Ich... Bitte retten Sie einfach Sean. Ich hoffe, das war kein Fehler. Nein, das war es nicht. Ja, das war's dann auch mit dieser Folge und wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin, tschüss und habt einen schönen Tag. Bye.